Und herzlich willkommen hier am Lagerfeuer wieder bei Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider. Ja genau, wir waren wieder zurück in Haiti. Und ja, wo wollten wir eigentlich hin? Das weiß ich leider nicht mehr so genau. Wir haben eigentlich mit Kayara reden. War irgendwas abgeschlossen? Was wird das jetzt da so? Könnte man mal machen. Dann Wegpunkt hinsetzen. Wie geht das? Nö. Okay. Das mit den Wegpunkten finde ich manchmal ein bisschen schade, dass du dich hier raussuchen musst. Das ist ein Nebenquest. Es ist wirklich nice to have und der eine oder andere, okay, ja, geil, aber ich muss ehrlich sagen, ich brauch's nicht. In Tomb Raider brauche ich keine Nebenmission. Also bei Tomb Raider erwarte ich ein Spiel, wo ich durchgehe, geile Story, geiles Gameplay, aber da erwarte ich keine Open World und keine Nebenquest, muss ich jetzt ehrlich so sagen. Aber für die, die es haben wollen, nice to have. Irgendwie nach links von mir aus gesehen. Ja, irgendwie muss das gehen. Ich weiß es echt nicht mehr. Es nicht direkt dabei steht. Ist nach links. Was? Schnauze. Ach, dann muss ich wieder über die Brücke. Mhm. Komm ich hier rein? Wunder, dass sie mich angreifen? Wird jetzt interessant. Tut mir leid. Niemand darf passieren. Ah ja, okay. Kann man mich hier schnell umziehen? Nee, oder? Nee, dafür muss ich, glaube ich, an ein Lagerfeuer. Okay, dann ist das auch egal. Dann. Ja, cool, aber ich muss darüber, ne? Ja, nice. Ruhe muss ich öffnen. Vielleicht kann ich bei dem Shop hier irgendwie einen Dietrich kaufen. Okay. Irgendwie hier vor, dann rechts. Da ist ein Lagerfeuer, da kann ich mich umziehen. Ah, hier. Direkt vor meiner Nase. Unfassbar, wie erwachsen Edsley in der kurzen Zeit geworden ist. Er hat beide Eltern verloren. Ich frage mich, wie es ihm wirklich geht. Mhm. Tja, er kann nicht so vorgehen wie ich. Das steht fest. Das wäre auch ganz nice. Ziehen auf den Kopf eines Feindes aktiviert. Kopftreffer, Zielunterstützung. Oh, das kommt bestimmt noch. Das brauche ich nicht, das mache ich eigentlich immer aus Reflex her. Es, da kommt bestimmt noch, das machen wir mit. C, um auszuweichen, F, um zu kontern. Ja, gut, da werde ich nie dran denken. Mal da noch. Wie oft jage ich Tiere? Ja, das wäre nicht schlecht. Es hört sich halt auch nice an, ne? Könnte man mal ausprobieren.
Alt, wie ging das jetzt? Halten Sie in der Nähe einer feindlichen Leiche gedrückt, damit eine Falle gebaut wird. Ah ja, okay, passt. Mittlerer Mausrad. Zwei Hammer noch. Gut, da können wir eh sparen. Das meiste kann man sich eh nicht leisten. Die spannen ihren Bogen schnell und verkürzen die Zeit zwischen aufgeladenen Schüssen. Gut, das kann man auch machen. Dann ist es genutzt. Wunderbar. Dann haben wir das schon mal genutzt. Inventar. Ja, wir haben unseren Bogen wieder. Kann man leider nicht machen. Da fehlt uns irgendwas. Wir wollten ja eigentlich das verbesserte Messer vielleicht. Wäre ganz nice. Halt, halt, halt. Wir wollten es umziehen. Das war die Haupt... Genau, so müssen wir uns anziehen. Dann kommen wir da überall rein. Aber trotzdem würde ich gerne noch den Shop suchen. Wo war denn der? Hallo? Hier ist ein Markt. Das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Die Frau hatte auch das Messer. Wie geht's? Siehst du etwas, das dir gefällt? Das Messer-Upgrade. Nehmen wir safe mit. Sehr gut. Perfekt. Verkaufen können wir dann vielleicht auch mal wieder was. Alles, was sie zu viel haben. Heißt, da. Hier. Machen wir die Hälfte wieder. 25. Die Götter sind für uns. Da können wir ruhig ein bisschen mehr machen wie die Hälfte, weil das finden wir ja sogar hier im Dorf haufenweise. Machen wir mal 40. Bitte sehr. Davon können wir auch gut verkaufen. Mal wieder die Hälfte. Sehr gut. Das ist halt... Ich mach damit nichts, außer... Bitte sehr. So, craften tue ich damit relativ wenig. Ah, never craft. Ja, was soll's. Die Götter sind für uns. Ja, ja, ja. Da könnte ich noch ein bisschen... mal 20 machen, dann haben wir ja immer noch 25. Bitte sehr. Da können wir auch nochmal... Ich weiß nicht, da finden wir nicht so viel, aber da machen wir trotzdem 20. Die Götter sind für uns. Ja, davon haben wir nicht so viel. Hey, alles andere haben wir nicht so viel. Davon vielleicht können wir mal 5. Aber davon bitte nicht sehr. So viel, weil wir bis dahin noch nicht so viel hatten. So. Dietriche hat die nicht. Okay, sieht nicht so aus. Komm bald wieder. Der Typ hat der Dietricher? Können wir mal gucken. Hi, hallo. Ich habe viel Handelsware. 9 Bogen, geräuschlose Pfeile und Feuerpfeil. Gut, aber ja, ich wollte gerade sagen, davon habe ich ja selber, die kann ich ja craften, ne? Also das ist... Ah, neue Kleidung. Jetzt nicht unbedingt. Nee, eigentlich habe ich Dietrich hier gewollt, aber hat er nicht. Dann müssen wir jetzt mal... Heide hat er das nicht. Ist noch so viel, was ich nicht entdeckt habe. Was? Ah ja. Albino-Wasserschwein. Werden mir da jetzt Tiere markiert? Okay. Ja, wir müssen dahinter. Dann können wir vielleicht dieses Relikt noch mitnehmen und dann mit der reden. Wahrscheinlich reden wir mit der automatisch, wenn wir in die Nähe kommen. Auf alle Fälle müssen wir jetzt, wie geht denn das da?
Einmal hier gerade, darunter, eigentlich nur gerade. Ah ja, hier sind eh schon die zwei Wachen. Hi. Hi. Lass mir mal jetzt durch hier. Dürfte ja jetzt kein Problem sein. Leichen wollen sie einfach nicht wegräumen. Bleiben da schön liegen. Muss doch irgendwann mal stinken, oder? Ja, jetzt habe ich ja das verbesserte Messer. Oh. Oh, schau einer an. Ist es vielleicht sogar das Relikt, was ich holen wollte? Nee, sogar nicht. Okay. Aber irgendwas ist hier. Oh, 100%. Dieses mit Seilen und Steinen verbundene Schilf dient als Kalender, der üblicherweise einen Zyklus von 52 Jahren umfasst. Aha. Und unten freigeschaltet. Alle Dialekte verbessert. Kann ich zum Fortgeschrittene irgendwas? Keine Ahnung, so schnell kann ich nicht lesen. Aber wir haben was freigeschaltet. Das ist immer gut. Die müssen auch mitten im Weg stehen. Das schon die ganze Zeit. Die sich nicht wegbewegen. Ich glaube, der Sterbende liegt da schon die ganze Zeit auch. Hat sich nichts geändert. Ja, das ist ein... Oh, Mini-Ruckler, was ist denn jetzt los? Aber hier hat sich echt nichts geändert. Das ist ein bisschen schade, bitter. Oh, was hat das Spiel jetzt? Nicht wundern, diese kleinen Ruckler sind bei mir auch gerade. Nimm ich mit. Oh nein. Oha, was ist denn jetzt? Die kommt gerade gar nicht klar. Hoffentlich bleibt das jetzt nicht so. Ist aber nicht. Ja, nee, jetzt läuft es wieder. Okay, krass. Komisch, komisch. Aber wir wollten jetzt mal gucken, wo das... Ah, nee, da war sogar ein Relikt, was ich nur nicht aufgedeckt hatte. Krasser Scheiß. Ah, mit Enter. Schau einer an. Einmal durchrennen. Hier nicht sogar... Eigentlich die Hauptaufgabe. Dann einfach mal durch und schauen mal, ob ich das Relikt holen kann. Muss ja hier irgendwo vielleicht gewesen die sein. Auf, wenn sie sehen, wie ihre Bestrafung ausfällt. Ein bisschen weiter sogar noch. War gerade bei der Hauptquest. Oder Nebenquest, genau so war's. Ich weiß, was gerade bei mir die Hauptquest ist. Diese hölzerne Schusswaffe ist eine nahezu perfekte Kopie eines modernen Sturmgewehrs. Ihr Hersteller besitzt entweder ein ausgezeichnetes Gedächtnis oder hatte eine Vorlage. Vielleicht eine Waffe, die Trinity gestohlen wurde. Aber die ist nicht original groß, oder? Das wäre... Schon krass, wie die dann in diese Truhe passt, aber sieht voll nice aus. Ein geiler Skin. So, jetzt reden wir mal mit unserer Nebenquest-Person. Ich kann nirgendwo hin. War das die da? Wieder weg. Nebenquest. Alles klar. Oh, oben sind Federn. Ja, da steht halt jetzt kein Name, ne? Irgendwas mit Carbas. Mit Ayara reden. Die Rebellen auf, wenn sie sehen, wie ihre Bestrafung ausfällt. Traurig, dass ein Mädchen heute zur Weise wird. Aber vielleicht sendet diese Hinrichtung ja genau die richtige Botschaft. Die Rebellen bedrohen die Harmonie von Paititi. Manche denken, diese Harmonie gibt es nur hier bei uns in der Oberstadt. Bei allem Respekt, Ao.
Ich habe mein Leben doch nicht selbst gewählt. Es war ein Geschenk der Götter. Jedes Leben ist ein Geschenk. Also muss man mit der reden. Ich kann nirgendwo. Es tut mir leid, Ahu. Bitte tu mir nichts. Ich wollte nur meinem Vater Lebewohl sagen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Woher kennst du meinen Namen? Dein Freund Etzli meinte, ich soll dir helfen. Oh, wirklich? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Mein Vater gibt Kukulkan die Schuld an Mutters Tod. Ich sagte, nichts bringt sie zurück, aber er wollte nicht hören. Er wollte Kukulkan töten und jetzt wird er sterben und ich hab niemanden mehr. Hey, es wird schon wieder, Kleine. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Hier sind noch andere Rebellen. Sie wollen auch helfen, aber sie haben zu viel Angst. Vielleicht kannst du sie überzeugen. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Versprochen. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Danke, Ahu. Nenn mich Lara. Arkan befreien. Mal gucken. Muss ich mit Leuten reden? Sei gesegnet, Ahu. Genießt du die Hinrichtungen? Die Hinrichtungen? Natürlich. Aber du musst jetzt das Gebet einstellen. Naja, wenn das so leicht ist. Ich will den Gefangenen befreien. Ich brauche aber Hilfe. Warum hat der Diener du musst Ishik sein, von der Unurato sprach. Einen Grund, wenn es sicher ist, wachsam. Helfe ich, die Tür zu öffnen. Dann reden wir mal mit den Typen da. Ich will den Gefangenen sehen. Bei allem Respekt, Ao. Kukulkan selbst hat seine Hinrichtung angeordnet. Und du solltest zu deiner eigenen Sicherheit den Platz verlassen. Ja, dann rede ich noch mit dem Typen da. Ganz ruhig, ich bin eine Freundin von Unuratu. Ich will den Gefangenen befreien und ich brauche deine Hilfe. Natürlich, aber die Wachen töten uns sofort. Kümmere dich erst um sie, dann helfe ich dir. Ach du Kurz, hast du eine Schlinge um den Hals hat. Ja, jetzt kommen wir den da oben noch. Spielst du für einen Boten der Götter deine Instrumente? Es wäre uns eine Ehre, Ao. Musik auch noch? Findet diese Hinrichtung jemals statt? Komm schon. Sorgen wir dafür, dass alle ruhig bleiben. Okay, die Wachen sind weg. Dann müssen wir jetzt los. Es ist sicher. Hilf mir mit der Tür. Ja, wir müssen los. Das müsste klappen. Verdammt, das war das Horn. Die Wachen gehen wieder auf. Ach nö. Muss mich da ein bisschen irgendwie beeilen. Was macht der nochmal? Genug gebetet für den Moment. Bitte blas ins Horn. Natürlich. An würdest den du da? Jetzt spielen, wie verlangt? Gerne. Es gibt bestimmt einen Grund, aber bleib trotzdem wachsam. Willst du immer noch helfen? Ja, sobald die Wachen weg. Ich bin hier, wenn du bereit zum Reden bist. Ja, die Wachen sind jetzt weg. Bist du noch dabei? Diese Hinrichtung jemals statt? Hey, ich hab doch gesagt, geht los. Sorgen wir dafür, dass alle ruhig bleiben. Komm. Die Wachen sind weg. Wir müssen diesmal schneller sein. Los. Let's go. Hey, was soll das? Ich hab doch gesagt, die Wachen sind weg. Versuchen wir es nochmal. Schneller diesmal. Der Weg ist frei. Das müsste klappen. Komm, mach auf. Dankeschön. Was willst du, Priester? Keine Sorge, ich bin eine Freundin. Ich habe keine Freunde, die aussehen wie du. Vertrau mir, ich bin ein Wolf im Schafspelz. Deine Tochter wartet. Kannst du gehen? Papa! Kayara! Verdammt! Kayara, geh! Bring dich in Sicherheit! Ich finde dich! Ja, jetzt sind wir auch eingesperrt. Ich finde einen Weg hier raus. Jetzt erinnere ich mich.
Du bist die Fremde, die bei Unuratu in der Unterstadt war. Und war es nicht so, dass dir gesagt wurde, du sollst Kukulkan nicht nachstellen? Ach, das war der, okay, ich verstehe schon. Der den da angreifen wollte, direkt. Geh durch. Am Anfang. Bleib bei mir. Das ist die alte Kaserne. Hier lang. Kayara, ich komme. Ja, das war ja einfach, der Ausbruch. Hätte er alleine auch schaffen können. Der Ausgang ist blockiert. Mal da durch. Gemeinsam können wir den Stein verschieben. Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Du hast geholfen. Nicht den. Den Weg zu dem, was wichtig ist. Meiner Tochter. Hier. Dieses Messer gehörte meiner Frau. Ich wollte Kukulkan damit töten. Ich brauche es nicht mehr. Eingearbeitetes Messer. Neuer. Alles gleich. Jetzt haben wir. Wir haben uns das Messer gekauft. Jetzt haben wir es bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Papa. Oh, Kayara. Ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen, Papa. Es tut mir so leid, mein süßes Kind. Lass dich ansehen. Ich verspreche, dich nie wieder zu verlassen. Komm, gehen wir nach Hause. Nein, nach Hause ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Wir sollten eher mal die Stadt verlassen, ha? Huh? Aber wenn er jetzt einmal nach Hause geht, da kommen noch die Wachen und holen ihn einfach wieder. Oh, paar Errungenschaften bekommen. Kann ich ja mal gucken. Jetzt habe ich sogar eine Nebenquest mal abgeschlossen. Hier, das war... Naja, das könnte man alles theoretisch... Oh, ein Grab. Was wir nie gemacht haben. Das ist natürlich sehr interessant. Würde am liebsten aber da vielleicht Schnellreise machen. Aber wir holen uns die Truhe da. Insofern wir vielleicht... Wiesriche haben, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz. Da runter müssen wir. Also steht doch eigentlich immer, dass wir Dietriche brauchen. Ja. Geil. Weiß nicht, wo wir die herbekommen. Keine Ahnung. Naja gut, dann haben wir das da nicht. Sonst haben wir eigentlich fies. Ah, und da ist aber auch gleich... Da wäre die Hauptquest weitergegangen, dort wo ich war. Huch, was ist das? Nee, wir machen mal die Hauptquest weiter, würde ich sagen. Und dafür muss ich wieder über die Brücke, genau. Weil da komme ich ja nicht durch. Sehr nach links jetzt wieder. Da, wo es geruckelt hat. Schauen wir mal, ob es wieder ruckelt. Nope, hier bin ich verkehrt. Ich glaube, ich muss da runter. Ah ja, da hinten. Oder? Wenn wir jetzt hinrichten. Gut. Wollen sie mal machen. Jetzt mal zur Hauptquest, damit wir da... Ah, wobei. Da ist ein Lagerfeuer, da könnte man eigentlich Schnellreise machen. Vielleicht mache ich doch schnell das Gräbchen. Einmal nur mal wieder was anderes zu machen. Ah. Komm, ja. Nein. Genau. Mach da mal eine Schnellreise hin, weil ich meine, die Folge ist eher eigentlich schon wieder fast voll für den Arsch. Null Story gemacht. Die Nebenquest haben wir abgeschlossen. Mal doch mehr Nebenquest gemacht, wie ich eigentlich machen wollte. Und vielleicht könnten wir jetzt noch diesen einen Monolithen da holen. Kann sein, dass ich den nicht mitgenommen habe, weil ich den nicht freigeschaltet, also weil ich die Sprache nicht lesen konnte oder sowas. Und jetzt habe ich doch irgendwas freigeschaltet und jetzt geht's vielleicht. Und dann eventuell das Grab. Gräber haben wir eigentlich echt noch nicht viele. Zwei Stück haben wir, glaube ich, bis jetzt gemacht. Und ich glaube, es gibt aber fünf oder sechs, sogar vielleicht sogar mehr.
Genau, wo war jetzt? Muss ich nochmal nachgucken. Das war, da musste ich. Also musste das? Knochentanz. Hier sind irgendwo eins von drei Skeletten umgeworfen. Okay, da ist aber das Ding. Das wollen wir hauptsächlich. So. Ist noch so ein Skelett. Ich weiß leider die Aufgabe nicht mehr so richtig. So. Es beschreibt etwas in der Nähe. Ein vormals wilder Krieger, aufgestellt zur Warnung. Ich fiel aus seinem Mund und liege nun zu seinen Füßen. Was? Ein vormals wilder Krieger, aufgestellt zur Warnung. Ich fiel aus seinem Mund und liege nun zu seinen Füßen. Vormals wilder Krieg. Gibt es hier irgendwas, was aussieht wie ein Mund? Irgendein Totenschädel? Hm. Da, von da komme ich ja. I don't know. Was ich weiß, ist, da hinten das Grab ist. Da komme ich auch nicht hinter. Oder doch? Da komme ich hin. Ja, doch, 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 doch. Weil da kann ich mich schwingen, das sehe ich. Da ist auch irgendwas. Kann ich das kaputt machen, oder? Nee, 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 nee. Irgendwie muss das gehen. Hier, 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 ich sehe was. Ich habe was gesehen. Da unten. Ey, was ist hier? Nein, dort springe ich nicht runter. Ich mache jetzt mal das, was ich gesehen habe. Oh. Komm zu Lara. Lol. Los seinem Mund und liegt nun. Ah. Okay, ja, das war aber gar nicht gewollt, ehrlich gesagt. Das habe ich hier gar nicht gemeint. Cool. Ich habe eher das da gemeint. Huch. Ey, du sollst es da festmachen. Kann ich das denn nicht festmachen? Das ist ja jetzt mal blöd. Aber ich kann da klettern. Das sehe ich. Aber was ist hier? Ein Überlebensversteck. Okay. Da bin ich hier rein und hier rausgekommen, glaube ich. Diese Herausforderung, die habe ich auch nie abgeschlossen. Ei! Zu spät geworfen. Ich drücke immer erst F statt E. Immer. Ich weiß auch nicht warum. Ganzen Kass wieder runterrennen hier. Jawohl. Dann haben wir das jetzt mal. Nee, das ist fast zu weit weg, ha? Musst du bestimmt noch irgendwie klettern. Das kann nicht sein. Ist das alles?
Ehrlich jetzt? Wozu? Doof. Wenn ich mich da jetzt einfach runterfallen lasse, sterbe ich dann? Wahrscheinlich, ne? Aber es geht gar nicht. Es muss da irgendwo lang gehen. Doch, 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 da bin ich mir sicher. Warum kann ich mich da nicht einfach... Ach genau, toll. Ich wollte eigentlich nur an die Kante. Nur an die Kante. Die sollte nur an die Kante gehen. Mehr nicht. Also, dieses Spiel schiebt teilweise schon viel Frust, ne? Durch die ganzen Fehltritte hier. Das wird nicht gehen. Das ist zu weit weg. Zeig mich mal noch ein bisschen ab. Kommen wir nochmal. Da kann man klettern. Man kann hier viel klettern, aber... gar nicht. Wozu ist das hier? Ich frag mich echt, ne? Ja, da komme ich ganz sicher nicht hin. Keine Chance. Das bringt mich eigentlich nur immer wieder hierher. Das hat eigentlich keinen Sinn. Das hätten sie sich auch total sparen können, weil ich eigentlich einfach nur die Treppe nehmen kann. Aber warum, ne? Wäre langweilig. Guck mal, ob ich irgendwie rechts runtergehen kann. Auch nicht. Keine Ahnung. Aber die Folge ist eh vorbei. Ich will euch damit gar nicht mehr langweilen. Ja. Sowas nervt dann irgendwie. Ich werde dann einfach nochmal entweder selber nochmal schauen, wenn ich selber nicht weiterkomme, vielleicht selber mal nachgucken. Aber nächste Folge machen wir mit der Story weiter, dann scheiße ich darauf. Lalalala. Außer wir kommen von da hinten irgendwie rüber. Können wir auch nochmal probieren, von da hinten vielleicht. Da waren wir ja schon. Aha. Ja, schwing dich halt. Was ist denn mit dir? Weiß was, lass los. Naja, das erklärt einiges. Wir haben es geschafft, erstmal darüber zu kommen. Oh, ich kann die Kamera nicht drehen. Das ist die Kameraeinstellung. Lol. Da ist ja noch was. Okay, wir haben ein Grab gefunden. Da gehen wir nächste Folge rein. Und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge im Grab. Tschüss.